Ja, herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Jazz Was aus ist denn hier Tiefkühl. los? Guck mal, wie sieht es denn hier aus? Das ist doch Es ist doch gemütlich. nicht Weihnachten. Ja, gut, ich meine, Ja. das sind jetzt so die Also, Überreste von der Jazz-Rock-TV-Party, ne? ja, hätten wir aufräumen müssen, Ja, aber Kartons sind Geschenke. Ach so. Ja, nämlich heute in der Weihnachtsfolge. Zugegebenermaßen können wir dekotechnisch hier noch ein bisschen. Müssen wir, Ist noch Luft nach oder? oben, ne? Aber es sind viele Geschenke für euch dabei. Also bleibt dran hier bei der Weihnachtsfolge von JazzRock TV. Und gleich gibt es auch weihnachtliche Stimmung und dann gibt es Geschenke. Und danach machen wir es uns gemütlich. Ist Weihnachten. Hey. Auch bei Jazzrock TV. It's Magic. It's Magic. Magic, ja. Jetzt machen wir mal ein bisschen Ah ja, guck mal. Antique Magic. Ich glaube, die Kerze haben wir in jeder Weihnachtsfolge gehabt, die oder? schon Die sein, ist schon. ne? Das ist qualitativ eine Ja. gute Kerze. Kannst du mal in deinem Amazon-Bestellverlauf nachgucken, Wann was du das die für eine bestellt Kerze war. hast. Können wir für die nächsten 10 Jahre gleich wieder bestellen. So, Glühweinchen ist hör am mal. Start. Genau. Sauf nicht das Maul verbrennen. Ja, Ne? ne. Ja, ist immer noch. Ja, hör mal, eine Weihnachtsfolge, endlich mal wieder. Ja, ach so. Oder? Letztes Jahr haben wir Letztes Jahr haben wir ausgesetzt, irgendwie, ne? ich weiß, wir haben gerade Waren wir nicht überlegt, in warum Weihnachtsstimmung oder eigentlich, weil was? wir konnten uns gar nicht so richtig erinnern, warum, es war zu viel los. Ja, ich glaube auch. Keine Ich war Ahnung. letztes Jahr, ich weiß nicht mehr. Vielleicht waren wir nicht so. In Stimmung. Ja, ne? Ja. Aber dieses Jahr machen wir wieder eine schöne Weihnachtsfolge. Ja. Blicken mit euch ein bisschen aufs Jahr zurück Was für und ein schauen Jahr? mal. Ja, für uns war es ein wichtiges Jahr, also für Jazzrock TV, weil wir ja unsere 10-Jahres-Party hatten. 10 Jahre Jazzrock TV in 2019. 2009 haben wir irgendwann mal angefangen mit dem ganzen Quatsch und seitdem machen wir das schon. Und das war eine große Veranstaltung, davon werden wir euch auch berichten. Aber das Jahr hat auch ganz gut angefangen, weil wir hatten direkt einen der großen Namen vor der Flinte. Ja, wieder mal, ne? Also wir konnten das ja selber kaum glauben, dass wir den noch mal erwischt haben. Michael Landau, was für eine Ja. Legende an der Gitarre. Und der hat hier in unserer Haus- und Hoflocation, ne? Dem alten Pfandhaus, wo wir schon so viel irgendwie tolle Konzerte für euch gebracht haben, hat er Ja, gespielt. ja. Und das war grandios, War ein ne? grandioses Konzert. Ein grandioses Konzert, ein sehr gut aufgelegter Michael Landau. Ich habe auch hinterher, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, dass das mit Interviews mit Michael Landau ist gar nicht so einfach. Also Echt? der scheint da irgendwie sich sehr rar zu machen, was so Interviews angeht. Mhm. Und dann hat er, nachdem wir dann die Folge irgendwie für euch ja auch rausgehauen haben, dann kam jemand und sagte, Mensch, irgendwie, das ist ja super, endlich mal ein Interview mit Michael Landau, der ist so schwierig. Und der war so entspannt. Ne? Ja, Also. das fand ich auch. Habe ich nichts von gemerkt, dass er so Nee, ich schwierig auch ist. nicht. Ne? Ne? Ja, gut, uns hat er ein Interview gegeben. Das könnt ihr euch in der Folge vom Anfang des Jahres nochmal angucken. Und ich würde sagen, jetzt hauen wir nochmal ein paar Mal 2 Minuten, Konzertausschnitte ja raus. Ne? klar, Bisschen natürlich. Michael Ne? Landau. Thank you.
Ackerlandau. Mein Gott, was für ein Typ, ne? Also, ich liebe Michael Landau und er ist für mich einer der größten Gitarristen. Wir haben hinterher, ist noch mal überlegt, wir haben die wichtigste Frage vergessen. Oder ich habe die wichtigste Frage vergessen beim Interview. Wie er das macht da mit seinen Power Chords und Harmonies und ja. Ne, das. Aber es sollte jetzt auch nicht so eine nächstes Mal Gitarrenprofessoren irgendwie Folge werden. Genau. Ne? Nächstes Mal fragen. Nächstes Mal, also, wenn wir nächstes Mal sehen, dann fragen wir ihn. Ich erinnere mich noch an ein Interview mit Victor Wooten, wo er auch seine Double Thumb Technik am Bass erklärt hat. Und trotzdem kann es keiner nachmachen. Oder nur ganz muss man auch nicht. Man muss auch nicht alles nachmachen. Nein, man muss auch nicht alles nachmachen. Einfach nur angucken, genießen ja. Und sagen, ey Michael, du bist echt ein Großer. Oh. Ja, komm wieder. Ja, und hör mal, und danach ging es direkt weiter. Mit ja. Irgendwie auch einem Highlight, weil das war ein bisschen was anderes mal bei uns im Jam in the Basement. Genau, der Jam in the Basement, den wir, glaube ich, 2018 hier eingeführt richtig, haben. Richtig, seit zwei Jahren, ja. Ja, das ist ja so entsprungen der Idee, weil wir unglaublich, unglaublich mehr als man denkt, faul sind. Ach so. Und wir müssen ja immer unsere Sachen packen und rausfahren und die Bands bei ihren Konzerten filmen. Das ist Schlepperei, Fahrerei, kostet Geld und so, muss die Jacke anziehen, alles total, total aufwendiges Zeug. Und dann haben wir gesagt, was können wir denn dagegen tun? Und ja, wir holen die Bands einfach hier zu uns in den Keller. Und dann haben wir gesagt, ja, wie können wir das denn jetzt irgendwie plausibel machen? Hier passt kein Publikum rein und nichts. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, genau das ist das Konzept. Es gibt kein Live-Publikum, es gibt nur euch und die Band. Die spielen direkt in die Kameras für euch. Und dann war das Konzept Jam in the Basement rund in meinen Augen. Ja, ja. Und es war deshalb auch rund, weil wir da nicht nur so auf Jazz, Rock, Fusion und unsere üblichen Thematiken festgelegt sind, sondern auch ein bisschen was anderes mal reinholen. Da hatten wir Singer-Songwriterin Eileen und letztens hatten wir noch das Blues Project und wir hatten Reloom. Ja, und das war, allein das Konzept der Band ist natürlich schon irgendwie cool, einfach komplett improvisiert, einfach sich hinstellen. Und einfach kommen lassen. Ja. Und so war es hier auch. Ne? Die ja. haben sich aufgebaut und natürlich mit den Loops und Keyboards und ich glaube, was der Tobias hier an Keyboard und Technik aufgebaut hat und wie die sich alle verdrahtet haben, das war natürlich schon immens. Aber trotzdem ist die Musik, die da entsteht, eine Momentaufnahme. Sie entsteht in dem Moment tatsächlich. Ja. Da werden Drumloops vorgelegt, die werden natürlich zu Hause irgendwie ein bisschen vorbereitet oder mal reingehört oder so, aber dann live reingespielt und die Musik hat vorher nie so stattgefunden, wie sie an dem Abend stattgefunden hat. Auch die Titel nicht. Die Sänger mussten sich hier Titel on the fly ausdenken. Die haben dann so auf ihrem, das werdet ihr sehen, die scrollen so ein bisschen, haben so Textfragmente, falls ihnen gar nichts einfällt, aber die gucken auch schon mal auf ein Bild hier an der Wand und dann steht da irgendwie Lighthouse und dann macht er das fand jetzt hatte ich eigentlich die coolste Geschichte irgendwie von der ganzen Session. Die ganze Session ist natürlich grandios, ja. Aber das fand ich echt cool, weil er irgendwie da stand dann hier und hat irgendwie auf das Ding geguckt und sagte, ah, Lighthouse, ne? Und dann ist irgendwie dieser Titel einfach so entstanden. Ja. Und hör mal, das ist da wert, da gucken wir auch nochmal rein, gucken oder? Wir rein, auf jeden Fall. Also. Showing me your way. Showing me the way to get back to you. You're my lighthouse. You're my lighthouse. Show me the way. Show me the way to get back to you. To get back to you, you're my lighthouse.
get back to you. Ja, das ist frei improvisierte Musik von Reloom. Und damit man das so ein bisschen noch glaubhafter für euch hinbekommt, haben wir gedacht, Mensch, wir laden die Band nochmal ein, setzen die da aufs Sofa, die gucken die Folge nochmal und erzählen uns, was da in dem Moment in ihnen vorgegangen ist. Und das haben wir auch getan. Es gibt also eine von Reloom selbst eine kommentierte Folge zu der Jam in the Basement Folge mit Reloom. Schöne Geschichten, ja. Also guckt euch das an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Das war echt sehr interessant, wie die selber auf ihre eigene Session gucken und dann nochmal erklären, wie sie vielleicht auf irgendwas gekommen sind. Also das fand ich schon cool. Ne? Ja. Fand ich auch großartig. Und danach wurde es dann feierlich hier bei uns bei Jazz Rock TV, Jam in the Basement. Ja klar, es wurde also zelebriert, ja, nicht in einer Kirche, nicht in einem Dom, in einer Kathedrale, denn Steve Cathedral Group war zu Gast. Das Stefan Münster. Mit seiner Band. Aus Stuttgart. Steve Cathedral. Cathedral Group, glaube ich, ne? Ja, und die haben zu Recht diesen Namen, weil sie sind gekrönt mit diversen Preisen, Deutscher Jazz-Rock-Preis. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Glaube ich, hatte ich in der Anmoderation damals schon gesagt. Also es gibt irgendwie einen deutschen Jazz-Rock-Preis, wo auch immer der herkommt, gesponsert wird oder wie auch immer. Und da gibt es eine Kategorie Jazz, Rock und Fusion. Erstaunlich. Ne? Aber, und jetzt kommt der Hammer, brandfrisch oder taufrisch oder wie man sagt, der Deutsche Jazz- und Rockpreis des diesen Jahres wurde vor 2 Tagen, glaube ich, am Wochenende. Ach. Also am Wochenende wieder verliehen. Ja. Und jetzt, pass auf, weißt du, wer den Preis bekommen hat? Jemand, der hier war. Und der hat hier... Er weiß es wirklich nicht. Jetzt gucken wir mal, ob er drauf kommt. Der hat hier schon gespielt in der Weihnachtsfolge. Markus Schinkel und Johannes Kuchter haben beide den deutschen Jazz- und Rockpreis bekommen. Bester Keyboarder und Komponist. Hast du nicht gesehen? Rock, bester Fusion-Sänger. Ja. Johannes Kuchter hat irgendwie bei Facebook geschrieben, ich wusste nicht, was das ist. Fusion-Sänger, dass es das gibt. Aber die haben beide den Preis bekommen. Hör mal. Herzlichen Glückwunsch, hammer Ding, oder? Ja, super, gratuliere Markus. Vor 2 Tagen, ne? Das ist ja ein irrer Erfolg. Sensationell. Mit diesem Projekt über, wie heißt das, Voyager, Amazon Lake and Palmer. Dings, ne, genau. Ja, also. Müsst ihr euch unbedingt angucken, gibt es auf YouTube ein paar Videos und so weiter, das Amazon Lake and Palmer Project von Markus Schinkel. Und die waren hier zur Weihnachtsfolge, das stimmt. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Über den Preis. Ach so, über den Preis. Ja, genau. Okay. Ne? Also. Sollen wir denn von denen das Weihnachtslied, die haben Weihnachtslied gesungen, ne? Die haben hier ein Weihnachtslied, von Jamerson. Sollen wir kurz reingucken in das Weihnachtslied, bevor es weitergeht? Ja, das war. Die Preisträger müssen wir hier dann nochmal. Ja, wir dann. Wir gucken mal da auch nochmal kurz rein, auch wenn 2 Jahre her ist. Ja, absolut. They sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story until I believed in the Israelite. I believed in Father Christmas. I looked at the sky with excited eyes till I woke with a yawn. The first light of dawn, I saw him through his disguise. I saw him through his disguise. Oh, herrlich. Herrlich Weihnachten, ne? Ja, jetzt bin ich in Stimmung. Ja? Jetzt bin ich in Stimmung. Jetzt denke ich, boah, was das hier so auslösen kann, ne? Die treten bei uns in der Weihnachtsfolge auf und ein Jahr später Preisträger. Also wir haben schon ein paar Preisträger. Wenn ihr Musik macht und so, dann schreibt uns doch mal, dann könnt ihr auch in der Weihnachtsfolge spielen. Werdet ihr auch zum Preisträger. Geht's ab. Raketenstart. Ja, hast du schon ein paar gehabt, oder? Also. Launch Center for Successful Bands.
Ja, ja. Das haben wir noch gemacht. Da haben wir aber schon zu der Zeit, Anfang des Jahres, haben wir ja schon angefangen, die 10-Jahres-Party vorzubereiten. Ne? Ja, das war natürlich das große Ding für uns. Oder? Das war das große Ding. 10 Jahre Jazzrock-TV. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ja, wir machen eine Veranstaltung. Okay, mit Live-Musik. Okay. Aber wo? Bei der 5-Jahres-Party waren wir in so einem beliebten alten Pfandhaus. Und wir haben gedacht, wir müssen kapazitätsmäßig vielleicht ein Schippchen drauflegen. Ja? Also das alte Pfandhaus ist mit 200 Leuten dann aber wirklich packed. Ja, ne? Vielleicht da gehen noch ein paar mehr rein. Es war auch sehr schön, aber diesmal haben wir unsere Fühler nochmal ausgestreckt und dann sind wir in Bonn gelandet, im Pantheon. Und da im Frühjahr fing schon die Vorbereitung an. Georg hat Plakate gemacht und gedruckt und getan und so. Ne? Und wir haben uns Gedanken gemacht, welche Bands sollen da spielen. Und haben überlegt, ja, mit welchen Bands haben wir denn irgendwie eine Beziehung? Sollen wir jetzt irgendwelche internationalen Musiker einladen? Wäre sehr wahrscheinlich nicht zu finanzieren gewesen. Und vielleicht auch, weil es ja dennoch für uns eine große, aber objektiv gesehen ja eine kleine Veranstaltung gewesen ist, wäre es vielleicht so ein bisschen überdimensioniert gewesen, wenn man jetzt so große US-Helden eingeladen hätte. Und wir hätten es auch gar nicht bezahlen können. Also, ne? Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen hier lokale Acts, die uns verbunden sind und haben ein paar ausgesucht. Und das war natürlich Rüdiger Baldauf, wer uns regelmäßig zuguckt, der weiß, alter Freund von uns, aber auch ein super geiler Trompeter und Bandleader und immer frische neue Ideen, tolle Band am Start. Das ist die Sommerplatte rund um Klaus Fischer, Tobias Philipp, Manu Busch und Florian Bongardt. Florian Bongardt. Und das ist dann zuletzt nicht zuletzt auch der Jasmo gewesen, der uns hier auch wieder ans Herz gewachsen ist. Der war bei unserer 5-Jahres-Veranstaltung als Zuschauer da. Ja, stimmt. Und da kannte ich den schon. Da bin ich zu ihm hin, immer, du bist doch der funky Keyboarder hier aus Bonn. Wie bitte? Da muss ich das nochmal wiederholen, das Lob. Du bist doch der unglaublich funkige Keyboarder aus Bonn. Der fantastische Jasmo. Incredible Jasmo. Ja, und das ist er wirklich. Und die drei Bands haben den Rahmen gebildet, den musikalischen Rahmen gebildet für die Veranstaltung in Bonn und dazwischen haben wir ein bisschen Geschichten erzählt und so weiter. Und es war ganz gut voll, wir waren zufrieden und... Ja, es war wirklich eine runde Geschichte, so wie wir uns das gewünscht hatten. Ne? Das war natürlich, wie du sagtest, durch die Unterstützung dieser grandiosen Bands, die ja wirklich die besten Musiker, die wir hier in der Region haben. Ne? Ja, der Rüdiger hat dann noch den Joe Kraus angesprochen und mitgebracht, auch ein sensationeller Trompeter, kennt er sicherlich. Und Bruno Müller an der Gitarre war auch noch mit dabei. Bruno ist ja hier, findet ja in jeder zweiten Folge hier quasi statt. Ja, aber das Who ist Who irgendwie der angesagten Leute hier. Also ja, und die kamen dann auch alle ganz entspannt ins Pantheon, haben dann nachmittags aufgebaut. Wir haben es so gemacht, dass auf der großen Bühne im Pantheon alle drei Bands vorbauen konnten, sodass wir in der Veranstaltung keine Umbaupausen hatten. Und die haben gesagt, ey, das ist hier für uns wie ein Klassentreffen. Wir haben uns auch, ja, so war es auch, ne? Von einer Band zur anderen lange nicht gesehen, man kannte sich und das war natürlich auch einfach eine coole Location. Ne? Also das ist Pantheon ist natürlich sehr stimmungsvoll. Irgendwie, da findet nicht nur irgendwie Kabarett und Comedy und so statt, sondern auch für so eine Veranstaltung finde ich das einfach super stimmig. Ja. Und dadurch, dass wir zusammen mit dem Thomas Kimmer, der sei quasi Teil seiner Reihe da waren, dass wir da so ein großes Ding im Rahmen von Jazzkonzerten starten könnten, war natürlich auch ein Glücksfall. Mhm. Aber das war schon rund und stimmungsvoll. Und ich glaube, wir haben natürlich technikmäßig, du hast gerade gesagt, drei Bands auf der Bühne. Mhm. Zwei Schlagzeuge, dreimal große Keyboard-Burg. Ja. Das war natürlich schon für das Pantheon, glaube ich, so über die Grenzen des Möglichen hinaus. Und da waren wir natürlich froh, dass wir den Pit Lenz da hatten. Pit Lenz, ohne den, glaube ich, wäre das nicht so reibungslos über die Bühne gegangen. Der die ganzen Kanäle und kilometerlange Kabelwege da irgendwie im Griff gehabt hat. Es klang auch sensationell gut. Mux TV war dabei, hier unser Sender, wo wir abseits von unserer Plattform und anderen Streaming-Diensten stattfinden. MUX.tv, MUXX.tv. Müsst ihr mal hingehen, gibt es auch andere tolle Programme. Martin Ernst hat seine Leute geschickt und die haben das sensationell gemacht. Ne? Ja, ja, toller Livestream. Toller Livestream. Über die ganze Welt gesehen, wie auch schon die 5-Jahre-Party. Mhm.
Und was ich besonders gut fand, man hat das ja gar nicht so richtig mitbekommen, ne? Der Levi mit seiner Handkamera, den hat man auf der Bühne ab und zu gesehen. Aber ansonsten haben auch die Zuschauer, glaube ich, gar nicht so viel mitbekommen, dass da jetzt überhaupt noch irgendwie nicht. Kameras nein, verteilt nein, waren nein. Und das ganze Ding auch mit mega Bildern irgendwie auch noch live zu sehen waren. Und Alina an der Regie, auch nochmal herzlichen Dank, ne? Die war mega konzentriert. Ich bin da zwischendurch mal zu ihr hin, wollte nur sagen... Super Job. Ja. Ich kann jetzt nicht sprechen. Können wir das nach der Show machen? Ja, natürlich. Profis, sind wir endlich mal mit Profis zusammenarbeiten. Endlich mal mit Leuten, die es ganz nehmen. Ja, oder? Ja. Nee, also das war die große Nummer dieses Jahr. Also das hat es natürlich, wie du schon sagtest, wir haben natürlich viel vorbereitet, wir haben Werbung gemacht und wir haben irgendwie mit den Leuten das Programm zusammengestellt. Wir haben unseren Beiträge noch vorbereitet, kleine Einspieler gemacht und hatten noch so viele Ideen, die wir gar nicht reingebracht haben, die wir dann für die 15-jährige Party wollten dann noch ein Quiz machen. Ne? Und ich glaube, wir wollten noch so blamieren oder kassieren oder irgendwie sowas machen oder keine Ahnung. Blamieren oder musizieren. Ja, sowas. Ne? Ich glaube, wir wollten irgendwie so Fusion-Klassiker anspielen. Ne? Ja, genau, Fusion-Klassiker anspielen. Dann hätte der Rüdiger das raten müssen, aber dann haben wir es nicht gemacht, weil der Rüdiger wäre nie drauf gekommen. Sorry, Rüdiger. Nein, wir wollten auch noch selber spielen, mitspielen. Ja, so viel. Aber wir müssen es ja ein bisschen was aufheben für die nächsten Veranstaltungen, oder? Das, und man muss auch mal Sachen weglassen können. Was soll ich jetzt weglassen? Diesen Glühwein hier. Jetzt habe ich eine halbe Tasse getrunken und irgendwie... Und ist schon irgendwie... Boah, bin ich da drüber. Ja. Ich kriege jetzt einen Kölsch. Ja, so. Oh, hier ist wir sind ja bei Jazzrock TV. Cheers. So. Alles gut. Mm. Ja, ja, hör mal, das war das große Ding. Und du hast schon gesagt, der Jasmo war ja bei uns sowieso schon, auch beim Jam. Mhm. Und wir haben ja dieses Jahr auch weiter mit den Jams irgendwie... tolle Leute hier hingezogen, ja, also den Steve Cathedral mit seiner Band oder den Steffen Münster, gar nicht Stefan, sondern Steffen. Steffen. Steffen Münster war da mit seinen Jungs. War sensationell, fand ich. Und gucken wir auch noch mal kurz rein und dann gucken wir uns auch die anderen an. Erstmal Steffen Münster. Cathedral Group. Also ich fand die Jungs, die sind mega talentiert, das Zeug ist ausgefuchst. Sehr ausgefuchst, so. Ja. Also fand ich echt, echt gut. Wir waren aber auch weiterhin noch unterwegs mit Jazzrock TV, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir orientieren uns immer weiter Richtung Bonn. Dieses Jahr? Ich meine, ich bin kein Kölner, ich bin aber anders hier, lebe hier aber seit fast 30 Jahren. Und mit Bonn hatte ich nie was zu tun. Relum kommt aber nicht aus Bonn. Nein, Relum kommt nicht aus Bonn. Aber Jasmo kommt aus Bonn, der war nochmal hier, hat über seine Alfter Jazznacht erzählt. Alfter ist ein kleineres Örtchen nördlich von Bonn. Und er macht da jedes Jahr ein ganz tolles kleines Jazzfestival mit super Acts. Und da sollte man da auch mal ein Auge drauf haben. Alfter Jazznacht. Jasmo ist da einer der Initiatoren, Organisatoren. Das ist eine super Sache. Und dann warst du noch U-Bahn fahren in Bonn. Ich war U-Bahn fahren, genau, mit dem Thomas Kimmerle wieder. Ich wusste, dass es Bonn U-Bahn gibt. Ja, die hatte auch mehr symbolischen Charakter, muss man einfach sagen. Ja. Das ist natürlich nur so, es gibt so zwei Trassen und es ist jetzt keine Großstadt-U-Bahn, die das ganze, die ganze Stadt... Ist das eine Straßenbahn, die durch den Keller fährt oder ist es wirklich eine U-Bahn? Nee, es ist schon eine richtige U-Bahn. Ja. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich total unbeliebt bei allen aus Bonn zuschauen. Ich habe so eine Tasse, alle Bonner raus. Aber das ist natürlich jetzt nicht so wie in Köln oder irgendwie andere Großstädte, wo du so ein U-Bahn-Netz hast. Kölner U-Bahn. Das ist eine Sensation. Die Kölner U-Bahn hat andere Probleme. Aber sie hat durchaus ein Netz über die Stadt verteilt. Nein.
Ach so, nicht? Die Kölner U-Bahn ist, glaube ich, vier... Ich will jetzt... Mach hier unbeliebt in Köln. Ja, egal. Also die geht hier vorne lang, vier Stationen. Und ich habe immer gedacht, wer kommt auf diese Idee? Also jeder weiß, Köln ist mal von den Römern gegründet. Also hier ist quasi, wenn du hier einen Meter Loch buddelst, tief einen Meter Loch buddelst, dann findest du irgendwie eine alte Vase und Mauern und so weiter. Und das passiert hier allemal. Also Bonn ist eine Stadt, Köln ist eine Stadt, die ist auf einer Stadt gebaut, die auf einer Stadt gebaut ist. Auf der Stadt von den Römern und tausendmal Römer. Dann fließt hier der dicke Rhein vorbei und das ist alles nicht, also ist ja nicht so wie eine Stadt, die auf einem Felsen steht. Nein. Und da sprengst du dann unten einen U-Bahn-Tunnel rein wie verrückt und so. Ich glaube, wenn du irgendwann anfängst zu graben, dann hast du sofort eine römische Münze in der Hand. Ja, oder? Und dann ist ja damals hier das Stadtarchiv eingestürzt durch den U-Bahn-Bau und so. Ne? Also da sind auch Menschen umgekommen, also ganz, ganz schlimm. Die haben es trotzdem irgendwie durchgezogen. Köln ist eine Millionenstadt, braucht eine U-Bahn. Ne? Ich finde nicht. Also ich war auch noch nie da in der U-Bahn unten drin. Ich bin in Köln, glaube ich, auch noch nicht. Ich denke, nach meinem Gefühl. Aber die U-Bahn fährt hier von uns aus, 200 Meter, ne, ist diese Trasse, die ja irgendwie nie fertig ist. Also wenn ich aus Bonn hier nach Köln komme, in unser Studio, dann fahre ich immer an diesem Geisterbahnhof vorbei. Ja. Die Endstation von der Linie, weiß ich nicht, was ist das? Die hier da am... der Richtung Beintal geht. Sagen wir mal die 16. Sagen wir mal die 16, keine Ahnung, 17, 18, 19. Und der ist jetzt, hör mal, da habe ich noch in Köln gearbeitet hier. Das ist, glaube ich, 13 Jahre her. Ja. Da wurde das schon gebaut. Ja. Und das ist immer noch nicht fertig. Aber da findet ein Jazzfestival statt. Ja, in Bonn. Ach so, weil die U-Bahn in Köln, ja, weil wenn die U-Bahn in Köln nicht fährt, ja. Aber jetzt kommen wir wieder, ja, du hast natürlich recht. Also in Bonn findet in der U-Bahn, an den paar Stationen, die es gibt, findet ein Jazzfestival statt. Und das ist echt cool. Und da haben wir eine coole Folge gemacht, wo die in diesen Bahnhöfen spielen, über einen Zeitraum von 6 Wochen, ich weiß es nicht, ein paar Wochen. Immer coole Bands, immer an 3 Bahnhöfen und dann auch immer so getaktet, dass wenn du die Bahn nimmst, kommst du immer zum nächsten Set, zur nächsten Band. Ja. Also wenn du alle 3 Bands von jeder Band ein Set sehen willst, dann ist das genauso getimt also und getaktet. Das ist ja super, du hast mehrere Veranstaltungsorte und fährst das Publikum von A nach B nach C. Das ist echt. Das macht das übrigens echt auch, da müssen wir auch noch ein riesen Dankeschön sagen, bezüglich unserer Jazz-Rock-TV-Party, Thomas Kimmerle, ein Bonner Veranstalter und irgendwie auch schon ein alter Buddy von uns und der macht auch diesen Jazz-Tube und vieles, was in Bonn so los ist, hat da die Finger drin. Ja, ist auch ein cooles Konzept und hält natürlich auch einfach die Fahnen hoch bis zum Anschlag für Jazz und Live-Musik in Bonn und das finden wir natürlich per se gut. Ne? Ja. Weißt du was, jetzt haben wir da so lange drüber geredet, jetzt müssen wir doch ein paar Bilder zeigen. Von dem Jazz-Tube, ja komm, dann gucken wir. Nicht im Ablauf, ja, aber wir machen es. Wir sind ja, Jazz-Tube, kriegen wir hin. Ja. So, hör mal, wie kommen wir denn aus dieser ganzen U-Bahn-Nummer jetzt irgendwie wieder raus? Jetzt haben wir uns total, ja, nicht, wir total einfach, verquatscht irgendwie mit... Wir holen, gehen in den U-Bahn, holen die Musiker da raus und bringen die zu uns. Genau, und das ist nämlich passiert beim Jazztube, wie wir schon gesagt haben, sehr viele coole Bands. Und dann gab es nochmal eine Abschlussveranstaltung, auch im Pantheon, wo wir auch unsere Show hatten. Und da haben ich glaube, so die Publikumsauswahl, man konnte dann abstimmen mit einer App und so, und welche Band ist, irgendwie soll da spielen.
So, und natürlich, so wie du sagst, haben wir direkt zwei von den Leuten, die da gespielt haben, direkt assimiliert, dass sie hier bei uns nächstes Jahr, die Termine sind schon so gut wie fest, spielen werden. Ne? Das ist so schön. Und das ist hier der Clemens Ort mit seinem, mit seiner Steely Dan, sag ich mal, Donald Fagen beeinflussten, sehr coolen Band, CTO. Und ein Trio mit drei Sängerinnen, Lua, die sehr coole, sag ich mal, Gesangssachen machen mit Loops und mit Gitarre und schrägen Instrumenten, Glockenspiel und irgendwie, also freut euch da auf wieder was ganz Besonderes. Nächstes Jahr hier bei uns im Jam. Das finde ich toll. Nächstes Jahr, wir hatten dieses Jahr aber auch noch tolle Leute im Jam. Ne? Wir hatten jemanden, den haben wir schon mal vor einiger Zeit kennengelernt und getroffen. Und er hat uns dann sogar irgendwie mit in die Lüfte genommen, weil durch ihn sind wir im KLM-Bordfernsehen gelandet mit unserer Konzertaufzeichnung. Ah ja, richtig. Ich rede von Jared Lawson. Und irgendwie ist der Kontakt nie abgerissen. Er hat immer geguckt, was macht ihr, was machst du? Und dann plötzlich war er wieder in Köln und hat sich's nicht leben lassen. Und Jared Lawson ist schon, glaube ich, in seinem Genre Jazz, gesungener Jazz, moderner Jazz, Songwriting meets Jazz, irgendwo so, ne? Cooler Pianist. Und der ist da schon eine ganz große Nummer. Was ihm so fehlt, ist so ein Hit. Ne? Ja, vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Man weiß nicht. Aber und ich glaube, es ist ein hartes Geschäft, oder? Ja, jetzt, absolut, jetzt so aus diesem, Pool von so viel grandiosen, tollen Musikern irgendwie abzuheben. Da fragt uns jemand, wieso kommen so tolle Leute irgendwie nicht größer raus, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Jared Lawson hat uns ja damals schon irgendwie angeknipst, als er hier das erste Mal in Köln war. Und wir haben ja dieses Jahr ihn auch wieder aufgezeichnet, auch als er in Köln war. Ja. Haben wir noch gar nichts von gebracht. Könnt ihr euch auch schon darauf freuen. Da schneiden wir auch noch was zusammen. Absolut. Aber das war natürlich auch ein Highlight für uns hier unten, wie du sagtest. Irgendwie, wir finden das natürlich klasse, wenn die Leute dann hier in einer kleinen intimen Atmosphäre spielen. Und ich erinnere mich, das war eigentlich gar nicht so richtig geplant. Das war so ein bisschen, naja, da steht schon ein Keyboard und wenn er Bock hat, kann er spielen. Und dann ging alles hoppla hopp. Und dann war der Jasmo, du konntest nicht, ich weiß gar nicht wieso, du hattest irgendeine Feier oder irgendwas. Ja, ich weiß, wahrscheinlich war ich saufen. Ne? Ja, irgendwie nein, sowas. Nee, oder berufliches Termin. Oder so. Ne? Ja, so war. Auf jeden Fall hat der Jasmo dann glücklicherweise ein bisschen ausgeholfen, weil das dann doch irgendwie Gedöne war, alles zusammenzukriegen. Und dass der Sammy Figueroa dann mitgekommen ist, das war eine Überraschung, das wussten wir ja gar nicht. Ne? Dann plötzlich rief Lucian, oh, der kommt mit. Ne? Ach du Scheiße, wer ist das denn? Ne? So, wir haben das zusammen. Da war das wirklich so eine spontane Geschichte, so halb vorbereitet. Und dann haben sie einen Titel aus ihrem neuen Programm, was nächstes Jahr rauskommt, hier gespielt. Und das war natürlich auch wieder total spontan, total irgendwie was Besonderes für uns. Ne? Ja, ich fand's toll, dass sie da waren, ohne mich. Aber ja, immerhin. Sie waren hier und wir zeigen euch gerne ein paar Ausschnitte. Jared Lawson. To see. Come on, let's be.
Herzinfarkt bekommen bei dem Abend, ne? Als er dann hin auch mit dem Jared und dem Sammy Figueroa gespielt hat. Ja. Ich glaube, der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Aber ja, hat ihm Spaß gemacht. Das war, sehen, ne? Das war klasse. Ne? Der Jasmo ist ja eh so ein Typ, der ist von einer unglaublichen Leidenschaft für die Musik getrieben. Und wenn der dann eine Chance auch, hat... oder? Das ist doch gut so. Ja, der auch. Aber der Jasmo... Der Jasmo ist der Jasmo. Und der Jasmo mit Jared und so, da ist ihm das Herz aufgegangen. Und das sieht man in den Bildern. Ja, absolut. Ja, das war eine coole Sache. Coole Sache. Ja. Noch eine coole Sache war Thorsten Prast. Mit seiner Band. Gitarrenwochen bei Jazzrock TV, sag ich. Also, haben wir schon angekündigt. Ja, ich wusste gar nicht so richtig, wer da so kommt. Und ich glaube, das kam, wenn ich mich richtig erinnere, über unseren alten Freund, irgendwie Wolfgang Steiger, der uns ja irgendwie schon viel auch bei Erfolgen und so damals Live-Proberaum und auch so unterstützt hat. Und der hat irgendwie den Kontakt auch zum Ulf gehalten und dieser Band. Die ja, glaube ich, aus der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die hervorgegangen aus diesem Projekt Gut. Ach so. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Jetzt, wenn nicht, Thorsten, sieh es mir nach. Aber ich meine, das ist irgendwie so aus diesem Gut Fusion. Ja, hat ja Ulf da gespielt, ne? Ja, auf jeden Fall. So kam das zusammen. Und dann hat der Wolfgang uns, glaube ich, da irgendwie zusammengebracht mit dem Thorsten. Ja, und dann war das relativ schnell klar. Hier, wir spielt hier, dann müssen wir einen Termin finden. Und das war ja auch wieder typisch, ne? Weil ist ja jetzt nicht so die große Location hier bei uns. Ne? Wir sagen ja auch den Leuten immer, bringt irgendwie nicht das große Besteck mit, bringt ein kleines Set mit. Und vor allen Dingen bringt einen eigenen Parkplatz mit. Ja, ne? Parkplatz ganz genug. Dann kommt, ne? Wir bauen die auf, hier nachmittags, 4 Uhr, fahren die vor. Ne? Ulf Stricker macht seinen Kofferraum auf. Ne? Alles voll mit Kisten. Ne? Mhm. Ach, erster Schritt hier runter in den Keller. Das ist aber klein. Ich habe jetzt das große Set mitgebracht. So, aber, pass auf, die Story. So, da hat er aufgebaut und das war wirklich schon groß, aber trotzdem irgendwie kompakt und so. Aber mit einem irren Sound. Und ich glaube, wir haben kleinere Sets hier gehabt, die deutlich lauter waren. Mhm. Und das war ein Sound hier mit diesem sehr groß aussehenden Set, aber es war so toll gespielt und so toll auch von der Lautstärke hier in unserem kleinen Ding. Ja, der Ulf war der Hammer, wirklich technisch ein hervorragender Schlagzeuger. Ja, der stellt sich dann darauf ein und dann war das auch, und ich glaube, das merkt man auch bei dem Jam, dass die haben sich dann wirklich voll darauf eingestellt, auf das, was hier an Bedingungen möglich ist, und haben eine super grandiose, richtige Gitarren-Fusion-Session abgeliefert. Ne? Ich war total begeistert und ihr seid bestimmt auch. Hier ist nochmal ein Ausschnitt von der Thorsten Prast Band. We'll be right back.
Ja, immer, das war wieder so ein bisschen mit dem Steffen Münster, Thorsten Prast und ja, dann die Bluesband, das war wieder so Gitarrenwochen, ne? Ist schon bisschen, unglaublich, ne? Wie viele gute Musiker es gibt und auch Gitarristen, ja, ne? Also die so mehr können als, sagen wir mal, semi-professionelle Standard, die da schon nochmal ein Level drüber sind, ne? Und dazu gehören alle drei, die wir da hatten, also Steffen und Thorsten und auch der Jens, Jens Filser mit seinem Organic Blues Project, die hier waren. Also ich fand die ganze Performance, das wirkte alles so, weißt du, so, wenn das so, wenn du nicht mehr merkst, dass da irgendwie eine Anstrengung hintersteht. Ja, wenn das so ein Fluss ist, ne? Ja, wenn das so einen Fluss hat, ne? Ne, aus dem Körper rausströmt und einfach mit Überzeugung da auch singt und so. Also das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Ich fand aber auch, dass es hier, und das war ja Premiere hier bei uns im Keller mit der Hammond B3, ja, war natürlich ein irrer Aufbau. Also als ich schon gesehen habe, als wir oben wieder ausgeladen haben und dann mit diesem Wagen da schon kam, mit diesem Kastenwagen, wo der dieses Leslie und die Orgel und alles drin war und Pedale und was weiß ich, bis das hier erstmal aufgebaut war. Ein irrer Aufwand, ne? Und dann hier alles, unsere schöne große Wendeltreppe runter. Also das war schon ein Ding, ne? Aber dann, wie du sagtest, wie die drei hier dann eine Energie geschaffen haben, ne? Wie rund das dann rüberkam und wie stressfrei, die das so einfach haben kommen lassen. Ich glaube, der Jens hat das in dem Interview irgendwo gesagt, zu einem der Titel, den er geschrieben hat, ne, einfach mal kommen lassen, ne? Einfach mal die Harmonien kommen lassen und einfach mal den, und so war das hier auch, oder? Die haben einfach kommen, ja, Hammer Ding. Ja, ne? Überzeugende Performance. Organic Blues Project. Now is the time to let it show. Take all your troubles, throw them out the door. The trip bars, you stay with me forever. Geht's gar nicht. Tierische Folge. Also das war wirklich nochmal so ein Highlight hier zum Schluss des Jahres, oder? Ja, ich muss sagen, die Jams irgendwie, von Anfang an hatten wir hier coole und interessante Leute und das reißt nicht ab, weißt du? Nee. Und es ist ja echt so, dass sie uns ansprechen und sagen, können wir nicht auch mal bei euch im Keller spielen? Und wir denken immer, mein Gott, hier ist kein Geld im Spiel, hier ist kein Zuschauer. Aber ich glaube, dass die haben, und viele, aber, die hier reinkommen,
die haben genau das gleiche Phänomen, was wir haben, wenn wir hier reinkommen jedes Mal. Du bist sofort gut drauf. Du kommst die Treppe runter und bist gut drauf. Ja, ich bin und gut ich glaub, drauf. Und zwar im zweiten Blick sehe ich, ich muss mal wieder aufräumen. Da ach so, ja, aufräumen haben wir nächstes Jahr. Okay, okay. Aber ich glaube, das hat man bei allen auch gemerkt. Ne? Die hat was. Und dass ihr da draußen sitzt und zuguckt, das ist natürlich auch ein Anreiz, auch wenn hier live keiner klatscht und so weiter. Ihr klatscht draußen. Ja. Und apropos, wenn ihr etwas gewinnen wollt, haben wir am Anfang mal versprochen, wir hauen ein paar T-Shirts raus, hier ein Jam in the Basement T-Shirt und eine Variante, kann ich mal ausbreiten, und so, hier so ein, aus, ne? Wir machen auch so ein und ein Jazzhawk TV T-Shirt, genau. Und also ich würde mal sagen, die ersten drei, die uns jetzt per Mail ein paar nette Weihnachtsgrüße schreiben, sich mit ihrer Kritik etwas zurückhalten, ach so, mehr loben als draufhauen und vielleicht mal schreiben, was sie so von den Acts, die wir dieses Jahr hatten, was ihr Lieblingsding gewesen ist. Das ja, das ist doch eine gute Idee, oder? Ne? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja, um zu gucken, wie kommt das so an da draußen bei euch. Den ersten dreien E-Mails, die bei uns eingehen, info@jazzrocktv.de zum Beispiel, ne? Genau. Ne? Oder georg@jazzrocktv.de geht auch. Die ersten drei Mails, gucken wir genau auf die Uhrzeit und Datum. Genau. Die kriegen ein T-Shirt. T-Shirt-Größe bitte mitschreiben. T-Shirt-Größe mitschreiben. Ja? Damit es auch passt. Ja. Genau, so als kleines Weihnachts-Nachschlag für euch. Genau. Und ja, das ist natürlich irgendwie auch so. Ne? Wir haben ja jetzt auch von den T-Shirts ein bisschen was losgeworden bei unserer großen Sause im Pantheon, haben wir ja schon gesagt. Das war natürlich für uns die große Nummer dieses Jahr, muss man sagen. Hat, wie du schon gesagt hast, hat uns das ganze Jahr natürlich auch beschäftigt, hat aber auch Spaß gemacht. Einfach irgendwie so ein großes Ding für uns und für euch, für die Musiker und für alle irgendwie auf die Beine zu stellen. Und sofort, ich glaube 2 Minuten, nachdem wir von der Bühne gegangen sind, kamen schon die Leute aus dem Zuschauerraum und haben gesagt, und nächstes Jahr wieder. Das ist natürlich ein cooles Kompliment. Das ist ein gutes Kompliment, aber da schauen wir mal. Aber also uns hat das ja einen Riesenspaß gemacht und das war natürlich auch Motivation. Und ja, es war ja auch zu sehen, wie die Musiker uns unterstützen und wie die angekommen sind und wie die Leute gut drauf waren. Also für mich war das die Motivation für das Jahr schön hier ausklingen zu lassen und nächstes Jahr weiterzumachen. Ja, das war wirklich ein würdiges Fest und wir hatten auch nicht viel Stress. Ne? Wir haben nur ein bisschen am Ablauf noch rumgepostelt an dem Tag. Ich war überrascht, wir haben ja an dem Tag wirklich gar nicht viel. Wir mussten nicht viel machen, das lief alles so. Wir haben uns ein bisschen aufgeregt am Morgen, ne? Aber das. Ja, du warst ein bisschen aufgeregt. Nee, wegen der Zeitung. Ne? Ja, irgendeine Zeitung hat geschrieben, die Veranstaltung fällt aus, weil natürlich totaler Kappes war. Aber ansonsten war wirklich, es lief alles glatt ab, oder? Ja, es lief alles glatt ab und wir wurden dann schon ein bisschen, also ich wurde schon ein bisschen, so ein paar Minuten vorher, ne, hatte ich nochmal so eine Schweißattacke dann plötzlich, und gesagt, boah, ja, jetzt sind wir da raus und jetzt müssen wir genauso locker sein wie hier an unserem Ja, aber hat doch funktioniert, Tisch. Oder? Hat funktioniert. Ja. Letztendlich hat man es im Griff. Ja. Ne? Wie sonst auch. Hat geklappt. War eine schöne Veranstaltung und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt nochmal gleich ein paar Highlights. Wir werden die ganze Veranstaltung nochmal hier detailliert besprechen und die einzelnen Bands nochmal vorstellen. Es wird sich auch hier der eine oder andere von den Bands, der eine oder andere Musiker nochmal blicken lassen, was uns sehr freut. Ja. Klaus Fischer, Hanno Busch haben sich angekündigt, Christian Frenzen kommt bestimmt gerne zu uns und so weiter. Und Rüdiger und die Leute brauchen wir eh nicht lange zu bitten, sind immer gerne bei uns, was uns auch tierisch freut. Wenn wir hier Besuch bekommen, mal wieder zum Quatschen. Und jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch schöne Feiertage. Und streitet euch nicht mit bisschen Ruhe zu Hause. Ja, guck klar. Die stressige Zeit, der war in der Vorweihnachtszeit, also die stressige Zeit ist jetzt vorbei und ne, jetzt sind alle Geschenke gekauft und jetzt kann man irgendwie die nächsten Tage, Wochenende und dann die Tage die Füße hochlegen, Ruhe einkehren lassen, so machen wir das auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Jahr Revue passieren lassen, sich aufs nächste Jahr freuen. Und dann sehen wir uns alle gesund und munter im Januar wieder, oder? Würde ich auch sagen. Wir wünschen euch was. Kommt gut rein. Genau. Feiert schön. Jetzt noch ein paar Highlights aus 10 Jahre Jazzrock TV.